Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal PC-Check. Heute geht es um den Medion Eraser Bandit E10. Ist ein Gaming-Computer im Wert von 700 Euro, runtergesetzt von 779,78. Und wir werden den heute mal, wie in meinem letzten Video, auch auseinandernehmen. Und dann werden wir mal schauen, ob es sich lohnt, sich diesen Computer zu kaufen oder sich doch lieber einen von Hand zusammensetzen zu lassen. Heute mal aus einer anderen Perspektive. Ich habe die Kamera so stehen gelassen, wie ich es auch beim Stream habe. Wer wissen will, worum es genau geht, kann sich gerne das erste Video auf diesem Kanal nochmal angucken. Und wir steigen jetzt einfach mal durch, was den Computer hier angeht. Und zwar haben wir hier drin einen Intel Core i7 10400. Windows 10 Home, Nvidia GeForce GTX 1650, 512 GB PCI Express SSD, 16 GB DDR4 RAM mit bis zu 3200 MHz, dazu kommen wir noch zu dem Thema. Hot-Swap, Festplattenwechselrahmen, habe ich persönlich nie gebraucht, aber ist nett, wenn man es hat. Beleuchtetes und flexibles Gehäuse, gut, was an so einem Gehäuse flexibel ist, weiß ich nicht, außer dieser Hot-Swap-Rahmen. Aber ansonsten ist es halt ein Gehäuse wie jedes andere auch. Ich weiß auch nicht, wie die Qualität ist von den Mediengehäusen. Ich hatte mal eins verbaut, aber ich war da jetzt nicht so begeistert von. War allerdings auch kein Gaming-Gehäuse, es war ein normales ATX-Gehäuse. Wenn nicht sogar Mini-ATX. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Hier haben wir die Haupteigenschaften, das habe ich ja eben alle schon vorgelesen. Lieferumfang, da ist noch eine kabelgebundene Maus und Tastatur mit dabei. Netzkabel, klar, ist bei jedem Netzteil sogar mit dabei, wenn du es so kaufst. Front, zweimal USB 3.0, einmal Mic-In, einmal Audio-Out und Multikartenleser. Kartenleser, weiß ich nicht, kann man nachrüsten in einigen Gehäusen. Einige haben dafür auch überhaupt keine Slots. Das heißt, man müsste sich quasi ein externes Kartenlesegerät kaufen, was vielleicht 8 Euro kostet. Also das ist jetzt nicht der Rede wert. Man kann es hinterher noch dabei rechnen. Wir werden ja das Endergebnis später sehen. Ich werde da noch einiges zu sagen. Mainboard B460, das ist wichtig zu wissen, das ist nämlich der Chipsatz für den Intel-Prozessor. RAM-Speicherplätze 2, davon 2 belegt, dazu kommen wir auch noch. Maximal unterstützter RAM-Speicher 32 GB ist ein bisschen mager, aber die meisten werden damit zurechtkommen. Es sind ja sowieso nur 16 verbaut. Ne? Software Windows 10 Home, kostenlose Testversion für Microsoft 365. Da haben wir das Thema wieder, habe ich im ersten Video schon angesprochen, das müllt eigentlich den Rechner nur zu, weil es ist halt... Oh, hier steht sogar, auf diesem PC ist eine 30-Tage-Testversion für Microsoft 365 Neukunden vorinstalliert. Das bedeutet, nach 30 Tagen müsst ihr das oder könnt ihr das kaufen. Das ist ein Jahresabo, ich weiß nicht, was das kostet, ehrlich gesagt. Ich würde sagen zwischen 40 und 70 Euro, ich kann es nicht genau sagen. McAfee LifeSafe, kostenlos 30-Tage-Testversion, genau dasselbe. Die PCs werden günstiger gemacht, indem Software drauf installiert ist, die ihr eigentlich nicht benötigen solltet. Ja. Und halt die Softwarehersteller bezahlen Geld dafür, dass das davor installiert wird, in der Hoffnung, dass der Kunde hergeht und sagt, wir wollen jetzt ein Jahresabo und dann bezahlen wir diese 70 Euro. So, Garantie 24 Monate, das ist ganz nice, das ist aber halt die Standardgarantie, die man so hat. Und wir gehen es einfach mal einzeln durch. Wir haben Intel Core i7 10400 Prozessor. Kostet 159 Euro. Ist ein 6-Kerner, 2,9 GHz, ist nicht sonderlich viel, ehrlich gesagt. Hat aber einen erhöhten Turbotakt. 4,3 GHz Sockel, 1200, TDP 65 Watt, das ist sehr wenig und stromsparend. Wenn man vergleicht zum Beispiel, ich glaube ein 3600er Ryzen hat schon 95 Watt. Nagelt mich nicht drauf fest, ist jetzt nur gedanklich, ich habe jetzt gerade nicht nachgeschaut. Jetzt ist aber eine interessante Sache, weil wir sind ja gleich auch bei dem RAM-Speicher. Der RAM-Speicher war 16 GB DDR4 RAM mit bis zu 3200 MHz. Jetzt ist es allerdings so, wir schauen jetzt mal eben nach. Hier haben wir es auch schon, das ist die Webseite, wo ich meistens die Prozessoren miteinander vergleiche. Es geht mir jetzt nicht um den Vergleich, es geht nur um die technischen Daten des i5 10400. Und zwar unterstützt der DDR4 2933 offiziell. Man kann übertakten, man kann, wenn man Glück hat, 3200 MHz erreichen. Aber ich denke, das meinten die mit dem Satz bis zu. Weil der wird standardmäßig auf 2933 laufen und ich glaube auch nicht, dass die den übertaktet haben. Aber es kann natürlich sein, ich möchte nichts vorwegnehmen, aber der Prozessor ist nicht für diesen RAM-Speicher ausgelegt. Es ist aber schön, dass sie ihn eingebaut haben, so ist ein bisschen Übertaktungsspielraum noch möglich. Hier wären wir jetzt auch beim RAM, 16 GB DDR4 RAM bis zu 3200 MHz. Habe ich hier irgendwo rausgesucht, hier ist einer. 3200 MHz, 16 GB von G-Skill, die Ripjaws, das ist so ein Mittelklasse-Modell. Ich verbaue gerne Corsa oder ähnliches, aber G-Skill kann man in dem Preis wegnehmen. Schon nehmen, 64 Euro, ist ein Standardpreis, die Preise liegen so zwischen
je nachdem, welchen Hersteller und welche Qualität man nimmt, 50 und, sag ich mal, 80 Euro. Vielleicht auch 90 Euro, wenn man die Corsair RGB nimmt. Das wäre jetzt soweit der RAM. Dann haben wir als nächstes noch die 512 GB PCI Express SSD. Kostet aktuell, wenn man jetzt eine von Kingston nimmt, mit einer Leserate von 2200 MB und 2000 MB Schreibrate, 53,70 Euro. Die sind extrem günstig geworden, die waren eigentlich mal teurer. Das kriegt mittlerweile auch die 240 GB für um 25 Euro rum, also wer da mal ein bisschen aufrüsten will, kann das gerne tun. Als nächstes haben wir die Nvidia GeForce GTX 1650 mit 4 GB GDDR6 VRAM, DVI-D, HDMI und DisplayPort. Ich möchte dazu sagen, dass diese Grafikkarte vielleicht für, sagen wir, Fortnite, vielleicht PUBG, ich weiß nicht, wie da die Systemanforderungen sind, aber 4 GB ist extrem wenig. Ich kann euch aber zeigen, was die jetzt gerade kostet. Wir haben jetzt eine ähnliche genommen. Ist jetzt, ich weiß nicht, ob die direkt Nvidia verbauen oder vielleicht auch von irgendeinem anderen Hersteller von Gigabyte oder Asus, ASRock, wie auch immer. Das ist jetzt eine, die ich gefunden habe. Die ist halt auch schon ein bisschen älter, deswegen ist die kaum noch verfügbar. Hier jetzt, dieses Modell schon. Ich hatte aber mal durchgeschaut, die haben vielleicht bei Mindfactory noch zwei andere Modelle und die sind nicht lagernd. Also 4 GB GTX 1650. Auch HDMI, DisplayPort, DVI, 189,71. Ihr bekommt für den Preis auch schon andere Grafikkarten mit 8 GB. Denkt dran. So, dann haben wir ein Mainboard B460. Da war jetzt die Geschichte mit den RAM-Steckplätzen. Wir haben zwei RAM-Plätze belegt von zwei, die verfügbar sind. Und ich habe jetzt auch ein 460er Board genommen. Hat allerdings, wie man hier auf dem Bild sehen kann, 4 RAM-Plätze. Das heißt, ihr könnt optional sogar noch erweitern, was ihr bei dem PC jetzt nicht könnt. Ich weiß nicht, welchen Hersteller sie verbaut haben, das steht da leider nicht bei. Ansonsten hat es von den Anschlüssen relativ die gleichen Anschlüsse. Hier ist ein bisschen USB 3.0, USB 2.0, tatsächlich noch ein VGA-Port, wie auch immer. Aber HDMI auch, wenn ihr einen Prozessor benutzt, mit dem ihr Onboard-Grafik betreiben könnt, ist natürlich zum Game nicht geeignet. Nur für kleine Spiele, sagen wir mal Among Us oder vielleicht noch die Sims. Das Gehäuse scheint ein ganz normales RGB-Gehäuse zu sein mit zwei USB 3.0 Frontanschlüssen und Audio. Das steht ja auch alles noch hier in den Beschreibungen drin. Wir haben hier das Aerocool Playa mit Sichtfenster, Midi Tower ohne Netzteil, schwarz. 52,38 Euro. Finde ich persönlich vom Design her sogar besser. Hat auch hier Audio, zweimal USB, Anknopf, Reset-Knopf, alles da. Seitenscheibe. Das wird mich auch noch, und das Netzteil wird hier unten verbaut in dieser Box. Das wird mich aber auch noch interessieren, ob der Razer eine Seitenscheibe hat. Nein, der ist tatsächlich komplett geschlossen. Hier ist die linke Seite, hier ist die rechte Seite. Hat man leider nichts zu gucken. Gut, wir haben noch einen Headset-Halter hier und ein bisschen die RGB-Beleuchtung vorne, aber die haben wir natürlich bei dem anderen auch. Hier sieht man es nochmal. Die ganzen Anschlüsse, RGB-Beleuchtung. Dafür aber noch eine schöne Glasscheibe. Ich finde den ein bisschen stylischer, muss jeder selber wissen, was ihm gefällt. Im Lieferumfang ist tatsächlich noch eine kabelgebundene Maus und Tastatur. Ich denke, das wird eine Medion-Maus und Tastatur sein. Ich habe jetzt was Ähnliches rausgesucht, was man dafür nehmen könnte. Ihr könnt natürlich Logitech, Corsa, ich glaube Cooler Master hat sogar auch jetzt mittlerweile Tastaturen und Mäuse, auch diese Sets für 30 Euro. Ich habe jetzt mal was rausgesucht, dass wir mit dem Preis ein bisschen im Einklang kommen. Dann haben wir hier eine standardmäßige Cherry Stream Keyboard, 21,60 Euro kabelgebunden. Mit Cherry kann man nichts falsch machen, die Dinger sind seit 1980 oder noch früher auf dem Markt. Die haben Erfahrung in dem Bereich. Das ist vielleicht nicht direkt zum Zocken geeignet, aber was anderes ist mir jetzt gerade nicht unter die Finger gekommen. Von daher, jetzt schauen wir mal nach einer Maus. Hier haben wir eine Intertech GT300 Plus, das ist eine RGB-Maus, Standard. Ich denke, die von Medion wird auch beleuchtet sein, deswegen habe ich die rausgesucht. 9,60 Euro. Macht den Braten jetzt nicht fett, gehört aber dazu. Deswegen packen wir sie auch gleich direkt mit in den Warenkorb. Ansonsten haben wir eigentlich nichts mehr, was man dazu sagen kann zu diesem Rechner. Wir haben das Mainboard rausgesucht, Prozessor, Grafikkarte, SSD, ist alles mit drin. Und wir schauen jetzt mal, was es mit dem Preis auf sich hat, weil wir haben ja hier die 700 Euro veranschlagt. Wir gucken jetzt mal, was der Warenkorb bei Mindfactory sagt. Hier haben wir nochmal den Warenkorb. Hier ist der i5, hier ist die GTX 1650, das B460 Mainboard, was sogar mehr RAM-Speicherplätze hat. 500 GB Kingston, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was die für einen Hersteller verbaut haben. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, ich glaube, die haben es auch gar nicht angegeben. Aber Kingston, damit kann man fahren. Man kann sich auch eine Crucial reinbauen, dann ist man vielleicht noch 5 Euro billiger, aber dann sind diese Schreib- und Leseraten auch nicht mehr so gut. Man könnte auch eine Samsung Evo nehmen. Die kostet dann nochmal 50 Euro mehr, aber dann habt ihr halt höhere Schreib- und Leseraten um die 4500 MB rum.
wer darauf Wert legt, ich finde, man merkt keinen Unterschied. Hier haben wir die 16 GB G-Skill RAM-Speicher. Hier ist das Gehäuse, die Tastatur und die Maus. So, wir kommen auf einen Gesamtpreis von 648,59 €. Jetzt muss man dazu rechnen den Kartenleser, wenn man ihn unbedingt haben möchte. Und das Windows. Die haben Windows Home. Die kommen günstiger natürlich an diese Keys dran. Habe ich im ersten Video auch schon gesagt, man kann sich jetzt für 5 € ein Windows Pro bei eBay holen oder man kauft es offiziell für 80 €. Dann sind wir schon über 700. Jetzt muss man noch dazu rechnen, da kommt Versand drauf. Und da kommt noch das Zusammenbauen drauf. Das bedeutet, tatsächlich bei diesem PC hier, preis-leistungstechnisch in Ordnung. Zum Zocken geeignet. Kommt drauf an, was man zocken möchte. Ich würde für 700 € einen anderen PC zusammenstellen, der auf jeden Fall besser wäre als der hier. Also um Welten besser. Würde natürlich einen AMD-Prozessor nehmen. Jetzt kommen wieder die Leute aus dem Intel-Lager. Ist gar nicht zum Zocken gedacht. Jeder zweite haut sich mittlerweile einen Ryzen in den Rechner. Ich persönlich habe auch einen Ryzen 3700X. Meine Freundin hat eine 3850 XT, glaube ich. Oder, nee, 3900 XT. Und die Dinger, die rennen wie Sau. Das macht jetzt mittlerweile keinen Unterschied mehr. Intel ist, glaube ich, in der Single-Core-Leistung ein bisschen besser. Tut mir aber einen Gefallen, vergleicht die Prozessoren nicht bei CPU-Benchmark. Die haben den Algorithmus geändert, da wird dann im Endergebnis mehr Prozent darauf gelegt, wie der in der Single-Core-Leistung abschneidet, als in der Multicore, weil Multicore ist AMD nämlich besser. Und so passiert es, dass die Intel-Prozessoren immer noch höher in der Bewertung sind wie AMD-Prozessoren. Geht nach CPU-Monkey, da habt ihr genau 1 zu 1 die Aufstellung, dann könnt ihr damit auch vernünftig arbeiten. Aber im Endeffekt ist es einfach nur so, dieser Rechner ist sein Geld wert. Wenn ihr mit diesen Komponenten klarkommt, wenn wir die Komponenten wirklich einzeln zusammennehmen, kommen wir damit super zurecht. Wir sind hier bei 648,59 €. Windows dabei, Kartenleser dabei, Zusammenbau dabei, Versand dabei, seid ihr weit über 700, sagen wir 750 € ungefähr, wenn ihr das Windows auch noch original kauft. Ihr macht damit nichts falsch. Ich möchte euch nur sagen, dass ihr für das Geld auf jeden Fall einen besseren PC bekommt. Von den Komponenten her ist das aber in Ordnung. Noch dazu möchte ich sagen, dass ich das nächste Video so machen werde, dass ich genau für diese 700 € oder 699, die hier veranschlagt werden, werde ich einen PC zusammenstellen. Wer sich also interessiert dafür, einen 700 € Gaming-PC, wenn man das denn so nennen möchte bei 700 €, sich mal zusammenstellen zu lassen, sich das mal anzuschauen, dann schaut gerne beim nächsten Video wieder rein. Ich werde auf jeden Fall diesen Rechner dann zusammenstellen und hoffe, dass ihr euch dafür auch interessiert. Macht euch Vorschläge, wenn ihr sagt, wir möchten gerne einen Gaming-PC haben für 1500 €, dann stelle ich den auch gerne zusammen, mache ein Video darüber, lade es hoch und würde mich freuen, wenn ihr dann das nächste Mal wieder einschaltet auf diesem Kanal. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, macht die Glocke aktiv, wie ihr möchtet. Ich bin da jetzt nicht so hinterher, würde mich aber freuen, wenn ihr mich ein bisschen supportet. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.